geht ab. Hier ist eure Nummer One. Dada, ich begrüße jeden einzelnen von euch und hoffe, euch geht es gut. Zurück zu Minecraft auf der Map City of the Community auf der PlayStation 4 Konsole. Herzlich willkommen. Heute geht es mal weiter mit der U-Bahn-Station. Sie wurde ja endlich mal fertig gemacht. Insgesamt die Bauzeit war jetzt 1,5 Wochen, jeden Tag ein wenig drauf gewesen und ein bisschen weitergebaut. Und dies werde ich heute in diesem Video zeigen. Im Hintergrund jetzt gerade auf der linken Seite sehen wir einmal das Gefängnis und wiederum auf der rechten Seite das riesengroße, ich wiederhole mal und betone mal das Wort riesengroßes Stadion. Es ist wirklich riesengroß und es ist doppelt so groß, wie jeder andere mal ein Stadion gebaut hat, in einem kleinen Formatzustand. Und dazu kommen halt auch noch Videos, aber jetzt noch nicht. Sondern heute geht es um die U-Bahn-Station. Deswegen bewertet die U-Bahn-Station mit einer Note und lasst auf jeden Fall ein Däumchen nach oben da. Das wäre ein Träumchen, weil es war, wie gesagt, auch sehr, sehr viel Arbeit. Wir drehen uns jetzt einfach mal um und fliegen mal erstmal durch den Tunnel hier, wo die ganzen Autos durchfahren können. Und da kommen wir auch schon zu dem Thema. Ich muss heute Abend wieder hier auf den Server drauf und muss natürlich hier auch weiterbauen. Und deswegen benötige ich vielleicht auch eure Hilfe oder wiederum lasse ich auch nur Leute drauf, die erstmal nur ein Haus bauen müssen. Weil insgesamt haben 320 Leute hier auf der Karte gebaut, 320 verschiedene Arten von Menschen. Und das ist einfach nur richtig Hammer, einfach nur crazy, einfach nur ein geiles Gefühl. Ihr seid die geilste Community ever, Leute. Wie viele Leute hier schon ein Haus gebaut haben, einfach nur richtig episch. Wie gesagt, heute Abend auf Twitch ein Livestream hoch Number One Dollar. Ich weiß jetzt noch nicht, wie viel Uhr, checkt es einfach zwischendurch mal ab. Abonniert diesen Channel auf Twitch, also gebt einen Follow, dann könnt ihr auch genau sehen, wann ich online komme für Minecraft. Und wie gesagt, heute Abend geht es weiter mit dem Bauen hier. So, jetzt fliegen wir mal hier entlang und wie wir schon sehen können, hier ist auch schon ein Eingang. Insgesamt hat die U-Bahn-Station 4 Eingänge, einmal hier drüben an dem Fußballstadion, einmal dort hinten und einmal hier. Alles parallel gebaut, alles gerade gebaut, alles perfekt. Einmal hier auf der Seite von dem Gefängnis, dort hinten und einmal hier. Hier sind auch Pöller, wo halt kein Auto durchfahren kann, weil Sicherheit geht vor. Man kann nur zu Fuß hier rein. 3 Bänke, 3 Mülleimer. Okay, das ist gut, weil da muss man auch nicht irgendwas auf den Boden schmeißen hier. Dann bleibt der Platz sauber. Hört sich ja logisch an und ist halt eine gute Idee. Das ist der Durchgang zu der U-Bahn-Station. Dort oben kommen wir in die Richtung von dem Fußballstadion bei dem Ausgang raus. Und jetzt gehen wir einfach mal hier runter. Oh mein Gott. Ja, da kommt eine U-Bahn hineingefahren. Und hier auf der Seite steht die U-Bahn. Hier können wir natürlich auch reingehen. So, wir gehen jetzt mal hier rein. So. Das ist einmal die Fahrerkabine. Oh, ja gut. Die wollen mich irgendwie nicht da drin haben. Kann ich verstehen. So, hier kann man sich hinsetzen und dann kann man mit der U-Bahn fahren. So sieht das aus von vorne oder wiederum von hinten. Auch alles gerade gebaut, alles gleich. Das ist jetzt das, was ich drin gebaut habe. Das ist die U-Bahn, hier kann man sich auch hinsetzen und aus dem Fenster gucken. Ja, ist schon echt eine geile Location, ne? Eine geile Aussicht hier, die Wand, Hammer. Kennt man ja selber, wenn man mit der U-Bahn fährt. Hier mit dem Glas habe ich jetzt überlegt, das so zu machen von der dekorativen Seite her, dass es eigenermaßen besser aussieht. Die Lampen auch und von meiner Meinung her ist die U-Bahn echt gelungen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die U-Bahn findet. Gibt eine Note, 1 ist sehr gut, 6 ist scheiße. Hier ist sogar noch eine Karte, der Fahrplan, sage ich einfach mal zu. Dort unten fängt schon City of the Community an. Und hier oben ist natürlich auch City of the Community, aber hier kommen spezielle Gebäude hin. Hier zum Beispiel ist Wasser, wo die ganzen Schiffe sind. Hier ist die Brücke, wo wir eben am Anfang von dem Video auch standen. Und hier unten, wie gesagt, haben mehr als 320 verschiedene Arten von Menschen ein Haus gebaut. Hammerkrass. Hammergeil, hammerkrass, auf jeden Fall, also Hut ab, aktiv, auf jeden Fall. So, das ist die U-Bahn, die gerade hier reinfährt, deswegen ist der Kopf auch gerade, nicht links. Man kann das auch erkennen, dass die Türen zu sind. Beide U-Bahnen sind gleich von dem Format gebaut worden. Hier sind auch die Bänke. Was man speziell auch noch machen kann, ist natürlich, hier hinten ist noch ein Schalter. Man kann hier unten das Licht ausmachen. Von der Mitte aus. Auch eine coole Idee gewesen. Das müsstet ihr auch kennen. Ich war ja am Hauptbahnhof in Düsseldorf und man kann auch hier
durch so einen Zaun durchgehen. Das darf man aber nicht, nur Personal. Deswegen, wir haben das hier gebaut, deswegen darf ich auch hier durchgehen. Vielleicht kann man hier unten noch geheime Räume machen. Wer weiß es nicht. Vielleicht machen wir das noch. Mal schauen. Wie gesagt, ich hoffe, die U-Bahn-Station gefällt euch und es wird immer, immer größer hier bei City of the Community. Ich bin erstmal raus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn du noch nicht ein Abo gegeben hast, lass auf jeden Fall ein Abo da. Und wenn du noch nicht geliked hast, lass auf jeden Fall ein Däumchen nach oben da. Das wäre ein Träumchen. Deswegen, ich bin jetzt erstmal raus von City of the Community. Bis zur nächsten Folge von City of the Community. Bleibt gesund, haut da rein. Tschüss und bis bald. Ciao.